Moin Leute, herzlich willkommen zu diesem Video auf meinem Kanal. Ja, das ist die erste Fahrradtour und das Ancampen in diesem Jahr. Genau, wir werden an einen Ort fahren, wo wir schon mal waren. Ungefähr die Fahrradtour wird 4, 5, 6 Kilometer sein. Wir haben auf jeden Fall dicke Schlafsäcke mit. Wir sind mit Hängematten unterwegs. Das habt ihr aber letzte Woche schon in dem Video gesehen. Wenn nicht, checkt es ab. Und ich zeige euch jetzt mal kurz einen Einblick, einen kurzen Videoausschnitt, wie es aussieht, wenn wir gleich losfahren. Let's go! Ja, so sieht es jetzt kurz vom Start aus. Wie gesagt, was wir noch dabei haben, zeige ich euch. So sieht es aus. Regencapes, Handschuhe, Bella ist auch noch da. Bundeswehr Schlafsack kommt draußen dran. Angel und so. Kamerarucksack. Genau. Leute, wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen, wir sind ungefähr 10-20 Minuten gefahren, sind ein bisschen dreckig geworden, da es halt geregnet haben wir auch keine Gimbal und so rausgeholt, weil ich nicht wollte, dass der nass wird. Und wir sind jetzt auf jeden Fall angekommen, haben schon ausgeräumt, schon das eine Tarp abgespannt und die Hängematte. Ich würde sagen, ich führe euch einfach mal rum und dann bauen wir weiter und zu Ende auf. Let's go! Da seht ihr ja die eine Hängematte hier und die spannen wir jetzt von dem zu dem Baum, zu dem da, und die andere genauso, dass nur unsere Köpfe so aneinander sind. Let's go! Ja Leute, auf jeden Fall, Luca ist kurz nochmal was weggefahren, der fährt kurz Fahrrad, seine Bremsen gingen nicht oder so, weiß ich nicht genau. Ja, wir haben jetzt hier schon ein bisschen Sachen ausgepackt, also wie ich ja ihr eben in dem Zeitraffer-Video gesehen habt. Ja, wie schlafen wir genau? Ja, so schlafen wir. Wir haben hier die Hängematte von Luca. Dahinter ist meine Hängematte und das ist ein Bundeswehr-Schlafsack. Und ich mache euch mal kurz mehr Licht, wenn ich meinen Rucksack finden würde. Ja, mit hier seht ihr gleich das Essen. Das essen wir wahrscheinlich heute Abend. So Grieß ist das. Dann haben wir noch 1 Liter Milch mit. Genau, so. Aber die Taschenlampen finde ich gerade nicht. Doch, hier sind sie. Hier sind sie. So. Ja, also. Hier liegt jetzt noch unsere Essensbox. Mein Kamerarucksack. Hier haben wir noch Crackets fürs Feuer. Da ist halt der Grieß. Hier ist der dicke Schlafsack. Ja, und das ist nochmal mein Fahrrad. Da ist jetzt der Regenschutz drauf. Hier hinten ist das Erste-Hilfe-Paket. Das ist jetzt auf jeden Fall etwas später. Ich habe hier kurz nochmal das Licht aufgestellt. Und wir haben jetzt hier das Feuer angemacht. Sind hier auch am Wasser. Nee, hinter uns springen auch die ganze Zeit Fische. Das sind so Anzündebriketts. Ja, und sonst haben wir es mit dem Feuerstall normal angemacht. Wir hätten auch Kienspann verwenden können, aber jo. Das ist halt einfach hinten. Genau, und wir haben das Tarp auch nochmal ein bisschen anders gespannt. Das zeigen wir euch dann nachher nochmal. Also, es sieht nicht mehr so aus wie vorhin bei dem Video. Das war ja nur provisorisch. In dem Regen. Genau. Das gut anzukriegen. Wir können dann hier so links und rechts daneben machen.
sag dir, nachher können wir auf der Dings da braten. Feuer hier, also wir haben da ja das größere Feuer, hier haben wir ja das kleine Feuer. Das Tarp haben wir jetzt auch hier anders abgespannt und jetzt gönnen wir uns den hier erstmal, diesen Milchreis. Den haben wir hier reingemacht und ja, riecht auf jeden Fall schon echt gut und von der Konsistenz würde ich sagen, ist perfekt. Ja. Und ja, da kommt halt ein halber Liter Milch rein, den haben wir hier in so eine Thermoskanne gemacht. Genau. Das Schlafsetup haben wir jetzt von nach hinten abgespannt. Genau. Und die Hängematten sind vorne halt zusammen und hinten gehen sie auseinander. Ja, Leute, da oben ist jetzt unsere Lampe noch. Wir haben hier einen geilen Ausblick. Da unten liegt noch so ein paar Sachen rum. Und ja, es ist jetzt 0 Uhr. Wir liegen in der Hängematte. Schön kalt hier. Seht ihr? Ich esse noch eine 5-Minuten-Terrine und da oben ist noch unsere Nachtlampe. Ja, auf jeden Fall. Wir sehen uns dann morgen früh. Oder auch nicht. Oder auch nicht. Die Nacht werden es ungefähr 2 Grad. Mal gucken. Ja, Leute, es ist jetzt 6 Uhr und gönnt euch einfach mal diesen geilen Ausblick, wenn man aufwacht. Und ich will gar nichts sagen, hört einfach mal den Vögeln zu. Ja, ich finde dieses Geräusch so schön, wenn man morgens so aufwacht. Genau. Und wir sehen uns gleich beim Frühstück. Leute, ich wollte gerade ein bisschen Feuerholz holen und guck mal, was ich gesehen habe hier, was mit dem Stein passiert ist. Das Feuer war so heiß. Es hat sich einfach geteilt. Also hier, das ist weg und da ist ja noch warm. Jetzt machen wir erstmal Grießbrei, dafür kommt schon mal die Milch rein. Zack. Und dazu kommt noch Grießbrei. Ja, Leute, der Grießbrei ist auf jeden Fall jetzt hier schon schön am Köcheln und das Feuer brennt auch noch und wir haben jetzt nebenbei hier schon mal die Hängematte abgebaut, schon so ein bisschen. Hier liegt noch so ein bisschen, das Tarp meine ich ja, das Tarp liegt da hinten. Haben das ausgeschüttet, geangelt haben wir diesmal nichts. Ja, ihr habt ja vorhin noch gesehen, wie Luca da hinten so ein bisschen Feuerholz gemacht hat mit der Axt. Genau, und gleich werden wir essen und dann sehen wir uns, wenn wir die Hängematten abbauen. Ja, Leute, hier sind auf jeden Fall jetzt unsere Sachen wieder gepackt. Da ist der dicke Rucksack, meine Fahrkamera-Equipment, Angeltasche. Ja, und hier sind jetzt die Isomatten und die kommen jetzt hier oben drauf. Und dann sehen wir uns gleich, wenn wir losfahren. Let's go! Alle Sachen sind wieder drauf. Luca ist schon da hinten. Und die GoPro wechseln wir jetzt einfach. Let's go! We'll be right back.
Sachen, wir sind wieder angekommen. Ja, mir ist unterwegs das eine Ding kaputt gegangen. Das ist dann da reingerutscht. Ja, hier die Sachen sind ein bisschen dreckig. Das hier ist auch, geht noch. Ja, der Luca liegt. Wir sagen einfach, nicht vergessen zu liken und abonnieren. Wir sehen uns beim nächsten Mal.